Damit herzlich willkommen zurück bei Outlost. Wir sind ja am Ende der Folge gestorben und hier, das haben wir uns ja alles schon angeguckt. Da war ja jetzt nichts Besonderes, ne? So. Zack. Und da war ja dann gleich irgendwie der Wallrider. Genau. War der nicht hier gleich? Aber es geht ja eh nicht, ne? Es geht nicht auf. Das heißt, wir müssen irgendwie einen anderen Weg finden. Oder irgendwie irgendwo anders hingehen. Das hat sich gerade noch über dem. Irgendwie hat sich das gerade so angehört, als wird er wieder kommen. Okay. Hier war ja nirgends irgendwie was Interessantes. Okay, das ist nicht auf. Da waren wir bei dem. Ah ne, das ist wieder was anderes. Ja, genau, hier waren wir ja auch schon mal. Hier mit der Küche und so. Warte mal, war da irgendwas? Aber das ist, glaube ich, schon gespeichert, dass wir das genommen haben, wenn dann, ne? Genau, okay. Denn. Oh Mann, ich will nicht wieder sterben. Okay, hallo? Jo. Mach auf, das Ding. Es geht nicht auf. Shit. Komm es nicht zu! Ja, toll. Och Mann. Ja, wo muss ich denn dann hin? Ich glaube, ich muss einmal um die Küche rum, deswegen hatte ich auch zwei Türen und dann genau in die Richtung, wo er hergekommen ist. Hab diesmal Ziel gespeichert. Sehr interessant. Okay, beide Türen sind offen bei der Küche. Genau so. Komm mal her, Billy. So, nicht nach da, nicht nach da, einfach nicht durch. Oh, wo sind wir denn hier? Ach, du blödes Windows, ey. Hier sind wir dann, glaube ich, erstmal geschützt. Okay. Das ist wahrscheinlich zu. Das Dokument nehme ich mir einmal. Hinweis an alle persönlich von fachärztlichen Berater MM008 Rudolf Wernicke. Verehren Sie den Schwarm nicht und lassen Sie sich nicht durch die Ängste der Patienten von Ihrem Glauben abbringen. Alle fühlenden Wesen in dieser Technologie sind uns so weit überlegen, dass Illusionen von Gottesfurcht zu erwarten sind.
Wir haben schon immer in das Chaos geblickt und es Gott genannt. Wir verfügen inzwischen über ausreichend Bestätigungen, sodass uns ein solcher Glaube zerstören könnte. Widerstehen Sie der Versuchung. Vergessen Sie nicht, dass Sie Wissenschaftler sind. Okay, schauen wir mal weiter. Heidewitzka. Ich glaube, das ist diese Maschine mit dem morphogenetischen Antrieb. Der Assembler, die Zulaufkammern, die Vorläufermoleküle. Vage Erinnerung an Artikel über Nanotechnologie, die ich online gelesen habe. Wahrscheinlich betrunken, wahrscheinlich abgelenkt. Nicht ansatzweise ausreichend, um zu wissen, wie ich sie zerstören kann. Aber Billy ist der Mittelpunkt. Finde ihn, töte ihn, setze allem ein Ende. Ja. Liegt hier irgendwo vielleicht ein Dokument rum? Eine Batterie. So. Okay, hier liegt nichts, ne? Dann gehen wir mal hier runter. Drehe das Ventil über den für den Neo-Flüssigkeit irgendwas runter. Ein Dokument. Murkoffs Psychosystems morphogenetischer Antrieb, Wartungsplan. Um eine Verletzung des Patienten zu vermeiden, müssen alle Lebenserhaltungssysteme der Lebenskammer der morphogenetischen Antriebs täglich überprüft werden. Lebenserhaltungssystem 1. Der angereicherte oxygenierte Perfluorcarbon im Nährflüssigkeitsbehälter muss während der Behandlung des Patienten fortlaufend gespült und ersetzt werden. Es gilt zu beachten, dass die Flüssigkeitsbeatmung durch Anästhetika auch Anästhetika enthält und jegliche Unterbrechung der Zufuhr beim Patienten zu großen Schmerzen führt, die das Experiment unterbrechen können. Lebenserhaltungssystem 2. Die Stromversorgung erfolgt durch den Generator des unterirdischen Labors. Die ausreichende Betankung und Wartung des Generators sollte stündlich bestätigt werden. Lebenserhaltungssystem 3. Im Falle eines Ausfalls des Lebenserhaltungssystems 1 und 2 springt das Notfallsystem der Lebenskammer an und übernimmt die minimale Lebenserhaltung vor Ort, bis die Techniker eingetroffen sind. Das Deaktivieren des Notfallsystems führt zum sofortigen Tod des Patienten. Okay, jetzt haben wir einen Weg, dass... ach, das ist, glaube ich, Billy, ne? Ui, der Arme. Der Krankenakte nach müsste Billy 23 Jahre alt sein. Er sieht aus, als hätte er mindestens 50 harte Jahre hinter sich. Der Schmerz hat sich bei ihm tief eingegraben. Dich zu töten wäre ein Akt der großen Güte. Okay, würde es theoretisch sogar noch mehr geben? Also noch mehr, Patienten, wie zum Beispiel der da. Hi. Alles gut? Nein? Okay, dann gehe ich mal wieder. Hier ist scheinbar schon jemand gestorben. Okay. Aber ich denke mal, der Wallrider, also Billys Geist oder so, wird natürlich versuchen zu verhindern, dass wir ihn töten. Notiz. Das ist die Lunge von Billy Hope, seine Leber, sein Lebenserhaltungssystem. Eine Maschine in der Größe eines Fußballstadions, um einen Verrückten am Leben zu erhalten. Verdammt, alles muss zerstört werden. Er muss sterben. Okay. Es muss alles weg. Alles muss raus. So. Gehen wir mal die Treppe hier hoch. Und dann ist hier ein Dokument. Aus den persönlichen Notizen von Dr. Wernicke. Frankenstein oder der moderne Prometheus von
Mary Shelley, 1818, anonym veröffentlicht, Kapitel 4, Auszug. Lernet, wie gefährlich die Erwerbung von Wissen sein kann, um wie vieles glücklicher derjenige sich schätzen darf, dem die Welt nicht größer ist als der Marktflecken, darin er geboren ward. Um wie viel glücklicher ist nicht solch ein Mensch zu schätzen, denn einer, der da strebte, größer zu sein als seiner Natur, ist ihm erlaubt. Ah ja, okay. Dann... Achso, müssen wir hier was machen? Hallo? Hier kann ich nicht Kaffee irgendwie drüber schütten oder so. Scheinbar nicht. Ah, ich muss das Ventil drehen. Ja, ich höre ihn. Aber wie werde ich denn gleich los? Ich laufe ganz schnell. Auf der anderen Seite ist hoffentlich irgendwann gleich mal hier diese Schleuse. Ah. Ich weiß halt auch nicht, wo genau der denn ist. Ich sehe den nicht, aber ich höre nur die Musik, deswegen laufe ich mal hier schnell hoch. Um dann irgendwas zu machen oder so. Fuck. Nein. Ah, ja. Schleuse. Okay. Ganz ruhig. Ich lese jetzt erstmal ein Dokument. Anbei finden Sie das Formular der Fortsetzungserlaubnis für Patient William Hope aus dem Murkoff Wohltätigkeitspsychiatrieprogramm in Mount Massive Hospital in Colorado, USA. Das Formular ist Standard und alle wichtigen Zeilen sind unterschrieben. Anscheinend weiß Billy nichts von dem Herzstillstand, der vor kurzem bei seiner Mutter herbeigeführt wurde. Er nimmt an den Experiment teil, da er seiner Mutter die Kosten grundlos zurückzahlen und ihre Kirche eine Spende zukommen lassen möchte. Wernicke, nachdem ich die Traumberichte des Jungen gelesen habe, bin ich davon überzeugt, dass er über ein enormes therapeutisches Potenzial verfügt. Okay. Bum und bum und bum. Okay. Wenn wir jetzt gleich aus der Schleuse sind, dann geht's wahrscheinlich wieder los. Wir müssen dann schnell ich weiß nicht mehr, wie das heißt. Assembler. Genau, zu diesem Assembler gehen. Und dann. Nein! Ah. Oh mein Gott! Aua. Scheißegal, weiterlaufen. Durch die Schlitze. Ah, schnell. Wo bist du, Billy? Da. Und. Er stirbt. Ah, aua. Nein. Ah.
Nein, er hat sich einen neuen Wirt gesucht. Wir sind der neue Wirt. Shit. Nein. Ich glaube nicht, dass unser Körper das standhält, oder? Fuck. Egal, weiter. Versuchen jetzt zu entkommen. Raus aus dieser Hölle. Einfach weiter. Gleich haben wir es geschafft. Oder? Immer weiter gehen. Immer einen Schritt weiter. Polizei! Nein! Nein! Nicht schießen! Nicht schießen! Ah! Nein! Aua. Himmel. You have become the host. Jesus, God, what is that thing? Bestraft. Ob jemals jemand erfahren wird, dass wir da waren. Ja, das war Outlast. Es war auf jeden Fall ein gutes Spiel. Wenn ihr mehr Horror sehen wollt, dann könnt ihr das mal gerne in die Kommentare schreiben. Ich habe Spaß daran gehabt. Dann bis zum nächsten Mal.